Hallo, ihr Wundervollen, hier ist wieder die Patti und ich habe heute wieder eine Wochenvorschau mitgebracht. Wer schon öfter auf meinem Kanal war, weiß, dass ich es liebe, in die Woche zu gucken, die uns erwartet, und zwar mit einmal, was kommt in der kommenden Woche und was geht auch energetisch, ja, was verabschiedet sich oder welche Ereignisse gehen und welche kommen. Ich liebe diese Art der Legung und die machen wir auch heute wieder, und zwar einmal mit dem Heaven and Earth Tarot, das habe ich hier, und dann habe ich noch diverse Orakelkarten, wie zum Beispiel das Krafttier-Orakel heute dabei, einmal das Moonology-Orakel, mag ich sehr, und dann habe ich auch noch das Tea Leaf-Orakel, das gibt immer sehr genaue Auskünfte und dann können wir genauer in die Tarotkarten noch reinschauen. Und ich würde sagen, wir legen los und gucken mal, was uns erwartet. Also ich fühle Auftrieb, ja, das ist, was ich ganz stark wahrnehme hier im Kollektiv. Und allgemein fühle ich gerade einen starken, starken Auftrieb. Energie steigt an, ja. Und ich fühle gerade, als würde so ein Sturm gewütet haben und jetzt kommt wieder die Sonne raus. Das ist, was ich gerade fühle. Wir gucken mal rein in die Tarotkarten, was die denn so sagen. Wichtig ist für dich zu wissen, dass das natürlich eine kollektive Legung ist. Das heißt, eventuell trifft nicht alles zu 100% auf dich zu, oder ganz selten kann es auch sein, dass die Positionen vertauscht sind. Das bedeutet, dass du eher bei dem, was kommt, das, was geht, siehst und umgekehrt. Das kann manchmal vorkommen, da das natürlich eine kollektive Legung ist. Aber in den allermeisten Fällen wird es richtig rum sozusagen sein. Okay. Was kommt in der kommenden Woche fürs Kollektiv? Was kommt? Was kommt fürs Kollektiv? Okay. Dankeschön. Und was kommt noch? Eine letzte Karte. Okay. Dann haben wir hier einmal das, was kommt. Und das möchte ich mir zuallererst mal anschauen, ja? Da gucken wir zuerst einmal rein, was kommt energetisch. Wir haben hier den Turm. Also irgendwie entlädt sich eine Energie. Das ist das, was ich gemeint habe, was sein kann. Ja, ich empfange das eher so, dass eine Energie sich entlädt und du endlich zur Ruhe kommen kannst. Denn oftmals, ne, gerade die Momente vorm Gewitter, man merkt schon, die Luft ist so aufgeladen, es ist irgendwie was in der Luft und es kann sein, dass du das gerade schon wahrnimmst. So eine hohe Energie, vielleicht schläfst du schlecht, bist unruhig innerlich, irgendetwas beschäftigt dich und das entlädt sich gleich zu Beginn der Woche. Boom! Und die Energie kommt raus. Das kann natürlich auch auf einen Streit hindeuten, wenn das im Zwischenmenschlichen ist, dass sich hier eine Energie entlädt, muss es aber nicht unbedingt. Das kann einfach so sein, dass sich die Energie sehr plötzlich entlädt, irgendetwas passiert oder etwas bei dir in Bewegung kommt, wo du das Gefühl hast, boah, jetzt kommt die Energie raus, ja, dass sie sich entlädt. Aber wir gucken erstmal das Gesamte an. Ja, guck mal, die Energie entlädt sich, indem etwas zu Ende geht. Und ja, die 10 der Schwerter sind immer eine schwere Karte, wenn wir uns das angucken. Ja, hier ist ein Mann so erstochen von seinen Schwertern oder von den Schwertern. Aber diese Karte ist dann vor allem gut, wenn wir eh gefühlt haben, dass es ganz schwer war in letzter Zeit, ja. Und die Schwerter stehen für den Verstand. Also es kann sehr gut darauf hindeuten, dass du selber quasi dich zu Fall bringst mit zu viel Gedanken, mit zu viel Nachdenken und dass das so einen Höhepunkt annimmt, bis du sozusagen diesen Anteil in dir zum Sterben bringst, der sich so viel Stress und Gedanken macht.
Das nehme ich sehr stark wahr. Also vielleicht hast du dir über eine Sache so viel Gedanken gemacht, dass du schon nicht mehr schlafen konntest, dass dir ganz schlecht war, dass du unruhig warst, dass du im Bauch dieses unruhige Gefühl hattest. Und ich sehe das so, es passiert etwas, wo du sagst, genug ist genug. Es reicht jetzt. Entweder kommt was von außen oder etwas von dir, wo du sagst, es ist genug und du erstichst diesen Teil in dir sozusagen, ja, also entschuldigt dieses Bild, aber es ist das nun mal, was es trifft, ja, wir haben einen Teil in uns, der uns hier wahnsinnig macht und der darf auch mal zu Fall gebracht werden und das passiert hier und dadurch kann die Energie endlich sich entladen und du kannst endlich zur Ruhe kommen, ja, genau. Der Gehängte, ja. Und das wird eine Situation, wo du das Gefühl hattest, dass du festgefahren bist, wieder in Bewegung bringen. Du wirst eine neue Perspektive in einer festgefahrenen Situation erkennen, aber eben nicht aus dem Verstand, denn der Gehängte hat sein Herz über dem Kopf. Das heißt, du wirst in dieser Sache eben nicht aus dem Verstand heraus die Lösung erkennen in der kommenden Woche, sondern den Verstand zum Schweigen bringen. Es war so viel zu viel, dass du vielleicht einen heftigen Migräneanfall hast, vielleicht einen Streit, weil du so gereizt bist oder selber einfach merkst, jetzt reicht's mitten in der Nacht und du irgendetwas für dich findest, um das zur Ruhe zu bringen. Und in dem Moment der Ruhe, ja, wo du dann hängst, wirst du für eine gewisse Sache eine Lösung sehen, eine Perspektive sehen, die kommt aber aus dem Herzen. Das kommt aus dem Herzen, das ist nicht aus dem Verstand, das ist vielleicht auch nicht immer super vernünftig oder die logischste Herangehensweise, sondern du erkennst den nächsten Schritt aus dem Herzen heraus, aus einem tiefen Ort von dir, zu dem du lange gar nicht mehr hingekommen bist, weil dir dein Verstand so sehr im Weg stand. Und dann gehst du los. Und das haben wir in der kommenden Woche, dass du dann losgehst, mutig, ein bisschen unsicher, aber mutig mit der Sache, die aus deinem Herzen gesprochen hat, mit einer Sache, die sich für dich einfach richtig anfühlt, ganz egal, was der Verstand sagt. Also hochexplosiv am Anfang, es wird sich aber beruhigen. Es ist auch so ein bisschen, ne, ja, es ist wirklich die Ruhe nach dem Sturm und dann natürlich, man geht ein bisschen vorsichtig nach einem heftigen Sturm weiter, aber man geht weiter und du gehst weiter und beschreitest auch hier mit der 9 der Stäbe neues Terrain. Also da warst du noch nicht. Das sind neue Wege für dich, weil du eben das erste Mal auch auf dein Herz hörst. Und auf dein Herz hören, ihr Lieben, meine ich übrigens nicht, wie es gerne verwendet wird mit, ja, hör einfach nur auf dein Herz und geh dahin, wo es immer nur leicht ist. Nein, weil sonst führt uns unser Herz oft einfach nur in alte Muster auf. Das Herz hören meine ich wirklich frei sein von der Angst von Ablehnung, frei sein von der Angst, ob es funktionieren könnte oder nicht, frei sein von der Bewertung anderer, frei sein von der Bestätigung anderer und so weiter. Das meine ich mit dem Herzen. Und diesen Moment wirst du erfahren in der kommenden Woche, wo du ganz klar siehst und frei bist von Ängsten, frei bist von Wünschen, sondern einfach fühlst, wo es für dein Herz hingeht. Und dein Herz ist sowieso in sich ganz. Dein Herz braucht keine Bestätigung oder so. Dein Herz ist in sich ganz. Und der Gehängte, der hängt hier so lange, dass er irgendwann gar nicht mehr anders kann, als ganz ins Herz reinzurutschen und nur noch das zu hören. Ja? Und genau das wird passieren, weil eben, wenn wir auch vor allem lange über eine Sache grübeln, nachdenken, viel mit dem Verstand arbeiten, wir werden irgendwann so erschöpft sein, dass wir uns selber zu Fall gebracht haben. Bei dem einen oder anderen kann es auch wirklich so sein, dass dich irgendetwas so erschöpft, dass du mal einen Tag nicht mehr aus dem Bett kommst, ja, und wirklich das Gefühl hast, körperlich erledigt zu sein. Bei manchen kann es einfach nur sein, dass du einen Heulkrampf kriegst, mental einfach erschöpft bist, weil du dich da so überanstrengt hast mit diesem Monkey-Mind, nenne ich das gern, mit so einem Mindset von die ganze Zeit, boah, ich muss das bedenken und ich muss das bedenken und das bedenken und das bedenken und das erledigt dich. Das bringt dich zu Fall, aber das ist zum Glück bringt es dich zum Fall. Zum Glück, weil die Energie endlich raus kann, die du so in dir gehalten hast. Du hast dir keine Action-Steps gemacht. Du hast immer nur überlegt. In irgendeiner Sache hast du einfach überlegt,
Und endlich kommst du ins Handeln mit der 9 der Stäbe. Und wir dürfen eins nicht vergessen: die 9, auf die 9 folgt die 10 und die Vollendung. Und dieser Schritt, den du hier tun wirst mit der 9 der Stäbe, der ist so wichtig, damit diese Sache rund wird. Was es auch immer für eine Sache für dich speziell ist, ja. Ich möchte hier nochmal mit dem Tea-Leaf-Orakel reingehen. Lasst uns mal genau anschauen, mit was wir es hier zu tun haben. Strong Emotion, ja. Und zwar Love or Hate. Hier sind ganz starke Emotionen. Und guck mal, die Emotionen entweder von einer feurigen Liebe sozusagen oder Hass. Das heißt, eventuell ist es auch das, was dich ständig zum Nachdenken bringt in einer Sache, weil du Angst hast, entweder die Liebe zu verlieren, beziehungsweise gehasst zu werden, ja, oder hoffst, geliebt zu werden. Und dann durchdenken wir alles, aber was wir dabei vergessen, ist uns selbst, ja. Wir vergessen uns selber zu lieben, indem wir nur im Außen sind und uns da alles überlegen. Das bringt uns am Ende zu Fall. Ups, was haben wir hier? Ja, Dragon, beware of self-delusion. Also hier ist es ganz wichtig, sei ehrlich zu dir selber. Ja? Rede dir nicht ein, dass du etwas willst, wenn du es eigentlich nur willst, um wieder etwas zu bekommen. Ja? Sei hier ganz ehrlich in der kommenden Woche. Und hier kommt nochmal das nächste zu dir selber. Ja, guck mal, hier wird etwas, was du dir auch, ja, ich würde sagen, wünscht, ja, etwas, was du dir wünscht, wird sich bewahrheiten. Etwas, nachdem du dich sehnst und zwar wirklich aus dem Herzen sehnst, das wird sich bewahrheiten, ja, und wird sich in dein Leben manifestieren, könnte man sagen. Und vor allem hier nicht irgendein Wunsch, sondern ein Wunsch, den du aufrichtig aus deinem Herzen hast. Ja, das ist genau, was ich meinte hier mit dem Unterschied, ja, sich selber in eine Illusion zu stürzen, was man will und eigentlich will man nur Anerkennung oder Ablehnung vermeiden, versus einen Wunsch aus deinem Herzen, wo du wirklich sagst, ja, das will meine Seele hier verwirklichen. Und das wirst du erkennen. Wow, sehr stark. Sehr, sehr stark, was hier kommt. Das ist so entscheidend für dich, dieser Schritt. So entscheidend. Was geht in der kommenden Woche? Ups, was geht in der kommenden Woche fürs Kollektiv? Was wird gehen? Was wird gehen in der kommenden Woche? Okay, das wird gehen. Schauen wir mal. Page der Stäbe. Okay, das hat was mit irgendwie einem Abenteuer zu tun, ja, mit irgendeiner Leidenschaft oder irgendwas Abenteuerliches. Das wird gehen ein Stück weit. Ich möchte aber weiter gucken, damit ich hier den Zusammenhang sehe. Der Herrscher. Okay, also ich sehe das so, es kann bei der einen oder anderen damit zu tun haben, dass irgendeine leidenschaftliche Phase mit dem Herrscher endet, dass sich die auch verwandelt. Ja, kann sein. Es muss ja nicht unbedingt zusammengehören. Es kann sein, dass hier eine leidenschaftliche Phase mit einem anderen Menschen geht, sich verabschiedet, sich transformiert. Gehen heißt ja nicht weg immer sein, sondern einfach in eine Transformation gehen. Ich habe aber auch hier den Pagen der Stäbe. Das heißt, das ist nur was Kleines. Ja, es könnte einfach sein, dass vielleicht nächste Woche kein Date unbedingt ansteht, ja, oder es kann sein, dass hier diese Angebote vom Herrscher gegenüber ausbleiben in der kommenden Woche für ein Treffen zum Beispiel, ja, für einen aufregenden Vorschlag. So etwas könnte sein, dass das geht. Es kann aber auch sein, dass es darauf hindeutet, dass der Anspruch geht von dir, dass dein Leben super leidenschaftlich immer sein muss und aufregend. Und dass du gleichzeitig
dich, ja, ich habe hier so ein bisschen den Anspruch bei einigen liegen zwischen mein Leben muss aufregend sein und gleichzeitig und muss immer frisch sein und immer was Neues haben und gleichzeitig mit dem Herrscher auch der Anspruch dieser innere Kritiker, ich muss gleichzeitig aber auch immer mich verbessern, ja, ich darf nicht der Page bleiben, ich muss mich immer verbessern, gleichzeitig möchte ich aber auch immer diese Leidenschaft haben und das habe ich auch, dass das gehen wird. Also guck einfach, was für dich passt, aber einmal habe ich es in der Liebesangelegenheit einfach ganz pragmatisch und einmal habe ich es aber hier so liegen mit dem Pagen der Stäbe und dem Herrscher direkt daneben, dass der Herrscher für mich der innere Kritiker ist und der immer zum Pagen sagt, entwickel dich weiter, bleib nicht stehen und gleichzeitig der Page der Stäbe auch dafür steht, ich will immer das Abenteuer und es soll sich immer locker, leicht und abenteuerlich anfühlen und das sind beides Energien, sowohl dieser Kritiker als auch diese Sucht nach immer dem nächsten aufregenden Abenteuer, das geht in der kommenden Woche. Kann durchaus auch hiermit natürlich zu tun haben, ja, dass sich hier auch diese Energie entlädt. Ich möchte aber mal weiterschauen. Ja, genau. Denn hier kommt die Königin der Schwerter. Das heißt, es wird eine Transformation hier eben stattfinden zur Königin der Schwerter und gleichzeitig geht hier diese Energie, alles zu zerdenken, versus, ja, mit der Königin der Schwerter habe ich das auch so ein bisschen in ihr Higher Self. Ich bekomme so rein, das Higher Self kommt. Ja, das Higher Self der Königin der Schwerter ist einfach eine klare Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel hier, ja. Du triffst eine Entscheidung mit dem Herzen, das liegt auch untereinander. Was aber geht, ist die Königin der Schwerter in ihrem Lower Self, also in ihrer niedrigen Energie, die alles immer zerdenkt, immer wieder sehr kritisch ist und das auch mit dem Herrscher, ne? Also hier haben wir ein sehr kritisches Paar, Herrscher und Königin der Schwerter, wenn die in ihrer niedrigen Energie sind, sind die beiden ein sehr kritisches Pärchen, die immer sagen, es muss hier noch besser gehen und da noch besser und du musst die Dinge, du musst noch schlauer sein und besser überlegen und hier du musst besser, ja, alles einsetzen, du musst besser mehr Geld verdienen, du musst effizienter arbeiten, ja. Und das ist eine sehr kritische Energie, die ich hier habe, die geht. Und gleichzeitig kriege ich aber auch rein, dass die Königin der Schwerter kommt in ihrer hohen Energie und dir hilft, diese Entscheidung zu treffen und für dich voranzugehen. Ja, und dann natürlich hier eben mit dem Pagen der Stäbe, der immer das Abenteuer will und irgendwie erlaubst du es dir auch nicht so richtig, ja, mit dieser kritischen Energie. Das ist sehr anstrengend. Ja, ich will das Abenteuer und dann sind hier wie die strengen Eltern, ja. Und das geht, das kostet dich Kraft, ja, dieses Hin und Her und du wirst einfach Klarheit haben durch hier diese Herzentscheidung. Ja, Rat des Schicksals, das war ein Auf und Ab, ja. Das ist ein Auf und Ab mit dem Rat des Schicksals hier zwischen. Ich will Abenteuer und dem Feuer folgen und den kritischen Eltern im Innern, ja. Das war puh, ganz schön anstrengend für dich, fühle ich hier. Das hat dich auch dazu gebracht, ja. Bei den allermeisten wird das so sein, dass sich das dazu gebracht hat, dass jetzt gar nichts mehr geht. Hoch und runter ging es die letzten Wochen oder Tage. Und das ist ultra anstrengend, ja. Und sollte es bei dir mit der Liebe zu tun haben, ja, dass du das Gefühl hast, hier passiert nicht mehr so viel. Es geht, dass du dir zu viele Gedanken über diese Angelegenheit mit dem Herrscher machst und darüber, warum er sich nicht meldet oder würde er sich wieder melden. Auch hier habe ich das Auf und Ab, wenn es die Liebe bei dir ist. Und wenn es die Liebe bei dir ist, dann ist es auch so, dass dieses Auf und Ab aufhört, dein Gedanken darüber machen hört auf und du siehst ganz klar, wo es für dich hingeht mit diesem Menschen, mit dem Herrscher. Ich möchte hier noch weitere Informationen mit dem Tilif. Ups. New is on the way. Ja, das wird neu, ja, das wird erfrischend und neu, erfrischend und neu. Du hängst zu lang schon in diesem Rad drin, das immer hoch und runter geht, das wird jetzt neu. Ja, du hast dich hier frustriert gefühlt. Guck mal, du warst hier sehr frustriert, ist klar. Ja, da ist einmal dieses innere Kind, das Spaß haben will und auch immer nur Spaß haben will und dann die kritischen Eltern und das frustriert. Wenn das immer hin und her geht, puh, das kostet uns so viel Energie. Schauen wir noch eine weitere Information, bitte. Hier fürs Kollektiv. Na, will noch nicht kommen.
Da ist es. Ja, hier benimmt sich eventuell jemand auch ein bisschen doof dir gegenüber. Das kann der Herrscher sein. Das kann aber auch so sein, dass du selber dir gegenüber dich einfach nicht gut verhalten hast. Dich sehr, ja, du hast es dir schwer gemacht, das Leben. Ja, und das geht aber. Und auch wenn der Herrscher sich nicht gut ge dir gegenüber verhalten hat, immer hin und her, das alles, dieses Drama hier, das fast schon doof ist. Ja, das ist ja gar nicht, wenn wir uns das von außen anschauen, dann kann man ja fast schon drüber lachen und sagen, warum machst du es dir so schwer? Ja, das wirst du erkennen und das wird sich verwandeln. Und wie gesagt, das wird sich entladen. Was haben wir denn hier? Ja. Also da, das entlädt sich und da beginnt, guck mal, hier haben wir die Welt unten auch und den Stern. Da beginnt ein ganz neuer Abschnitt für dich. Das dauert noch einen Moment und dann beginnt da ein neuer Abschnitt und du bist auf dem Weg mit der neuen der Stäbe, absolut. Lasst uns mal reinschauen ins Krafttier-Orakel. Was sagt das Krafttier-Orakel zu dieser Sache hier in der kommenden Woche, wo du so einen entscheidenden Schritt gehen wirst und etwas, was dich so angestrengt hat, hinter dir lassen wirst? Setze gesunde Grenzen. Ja. Gesunde Grenzen kann bedeuten, auch dir selber gegenüber, dass du aufhörst, alles tausendmal zu zerdenken und einfach für dir selber mal einen Stopp stellst, sozusagen. Das sind auch übrigens gesunde Grenzen und natürlich auch gesunde Grenzen anderen Menschen gegenüber, wo du einfach sagst, so nicht, weil das ist mir ein Hin und Her, ja. Behalte den Überblick, haben wir hier noch. Genau, behalte den Überblick und zwar den Überblick, was willst du wirklich in deinem Leben? Und lass dich da nicht immer wieder mit dem Rad hier, aber das wird eh gehen energetisch, aber ne, dieses Rad macht einen auch schwindelig. Du brauchst aber den Überblick und den Überblick behalten wir, wenn wir immer wieder uns an mit unserem Ziel, wie soll ich sagen, ja, immer wieder uns andocken an unser wirkliches Ziel im Leben und dann einfach überlegen, ist das gerade so, wie ich es haben will? Und wenn nicht, dann steige ich da aus diesem sich drehenden Rad, was mich ganz schwindelig macht. Dann entlade ich die Energie und ich nehme den Moment der Auszeit, um zu erkennen, wo ich wirklich hin will. Und dann gehe ich da lang, mutig. Was sagt das Mondorakel? Das war zu viel. Was sagt das Mondorakel? Tritt vor und führe. Ja, genau, tritt vor. Du wirst ein bisschen Sorge haben, ein bisschen Angst. Ist okay, ist ein ganz neuer Weg, sehe ich hier. Es wird ein ganz neuer Weg für dich sein. Aber tritt vor und führe und vor allem dich selber. Führe dich zu deinen Zielen, ja. Ist auch Neumond, ganz, ganz schön, ne? Ist eine ganz neue Energie hier. Und wir haben nochmal Neumond. Sei dir bewusst, du wirst geliebt. Genau, wow, das musstest du hören. Sei dir bewusst, du wirst geliebt, und triff nicht deine Entscheidung, um geliebt zu werden, weil du wirst immer geliebt von der Schöpfung. Ja, du wirst immer geliebt. Und hier haben wir es nochmal liegen. Und wir haben zweimal den Neumond hier liegen. Und das sagt mir, das ist ein ganz neuer, wichtiger Abschnitt, diesen mutigen Schritt, den du hier tun wirst in der kommenden Woche. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen darüber rutschen können, aber ich hoffe, dass ihr das alles noch gut gesehen habt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich wie immer sehr, sehr freuen, wenn du mir schreibst, wie es dir gefallen hat und mir auch einen Daumen nach oben da lässt und ein Abo, falls du das noch nicht getan hast, um keine meiner Legungen zu verpassen. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ganz viel Spaß in der kommenden Woche. Die Patti.